So, es geht wieder weiter mit Minecraft. Schauen wir erstmal nach, ob es Tag oder beziehungsweise Nacht ist. Hallöchen. Oh. Du warst das, das mich die ganze Zeit genervt hat. Stirb! Nun gut, ich möchte jetzt in diesem Part die Sachen ablegen und zu unserem Häuschen zurückbringen. Ja, können wir offen lassen, ist ja nicht so tragisch. Aber irgendwie müssen wir den Punkt jetzt markieren, damit wir ihn auch wiederfinden. Aber es hat Zeit, erstmal alles mitnehmen. Ja, ein bisschen weg von der Maus, sonst hätte man geklickt. Das ist auch nicht so günstig. Knochen mit, Kohle mit. Okay, die Eisenbahn können wir nicht mitnehmen. Wir müssen was hier lassen. Ich glaube, ich lasse mal die Schneebälle, braucht kein Schwein. Die nehmen wir mit. So. Das Eisen nehmen wir mit. Die Kohle hier lassen wir noch da. Und auf geht's nach Hause. Es ist bloß die Frage, wo geht's hier nach Hause? Wir müssen irgendwo ein Sumpfbiom suchen. Es ist Tag oder Nacht. Oh, es wird Nacht bald. Wir müssen uns langsam sputen. Eine andere Frage, wo kam er denn eigentlich her? Ah, hier ist der Sumpfbiom, okay. Hier muss irgendwo unser Zuhause sein. Hier ist eine Kuh, die lasse ich noch in Ruhe. Reimt sich. Ah, da ist unser Zuhause. Ist ja gar nicht so weit weg. Ah, okay, hier ist die Steinfarm, wo wir die Steine gesammelt haben, die Cobblestones. Okay. Ja, das ist ja super. Können wir uns leicht merken. Muss heimgehen. Zack. Hopp, hopp, hopp. Ja, Seeblätter haben wir noch nicht so viele hingelegt. Und mein Spiel läuft gerade mit 9 Frames pro Minute. Oh mein Gott. Und jetzt laggt's. Hat sich kurz, hat sich wieder gefangen. Jetzt nehme ich wieder mit Fraps auf, weil im letzten Part habt ihr meinen Sound unsynchron gehört. Der Nachteil ist, mit Fraps kann ich, sehr viel Probleme mit dem Rendern. Und wenn ich mit Camtasia mache, laggt's. Dann ist der Sound unsynchron. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit es optimal funktioniert. Ich wette, in dieser Aufnahme ist wieder eine Macke. Okay, was machen wir denn? Ich glaube, wir craften uns erstmal eine neue Truhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Okay, wir müssen uns wegschmeißen. Ich schmeiße mir die Knochen weg. Die kann man ja gleich wieder aufsammeln. Nein, jetzt Knochen weg. So, Truhe hier hin. Und was ist hier unten? Ist hier was? Hallo? Nichts spawnt oder sowas? Nö. Also hieraus können wir ein Lagerhaus machen. Ich glaube, damit möchte ich in diesem Part auch anfangen. Aber zuerst kümmern wir uns um die Sachen, die wir gesammelt haben. Kohle rein, Eisen rein. Ja, das können wir gleich brennen. Jetzt wird es, glaube ich, gleich Nacht. Okay, was tun wir noch rein? Die Stufen brauchen wir nicht. Fleisch brauchen wir nicht. Alles, ich tue einfach mal alles rein. Was soll's. Und das, was wir brauchen, nehme ich dann einfach wieder raus. Das Eisen jetzt nehme ich mit. Okay. Dann mal gleich in den Ofen reinschmeißen. Kohle braucht man dafür. So, rein mit der Kohle. Die Säpplinge, die können wir draußen pflanzen. Die Pfeile kann ich reintun. Okay. Scheint wohl gerade erst Tag geworden zu sein, okay. Oder? Ja, es scheint Mittag jetzt zu sein. Dann platziere ich mal ein paar Säpplinge. Und unser Getreide ist schon fast reif. Während wir weg waren, ist es ein gutes Stück gewachsen. Das ist doch schön. Sehr schön, okay. Hier noch ein paar Säpplinge. Die sind noch nicht gewachsen. Das macht allerdings nichts. Sie wachsen dann bestimmt später. So, hier noch einen und da. Hier. Okay. Das hätten wir. Ja, die Pilze, den Pilz nehme ich noch mit. Ja, ich wollte jetzt Fenster, glaube ich, bauen, ne? Fenster, ja. Braucht man ein bisschen Sand dafür. Müssten wir, glaube ich, noch haben. Ja, hier haben wir es, aber momentan braten wir ja gerade das Eisen.
Ich glaube, ich sollte ein bisschen Pflasterstein farmen gehen. Denn ich will noch ein bisschen Steine einbauen in unser Haus. Das Problem ist, jetzt wird es dann irgendwann bald Nacht. Wir können aber auch in dieser Höhle da ein bisschen was farmen. Das ist eigentlich auch nicht so dumm. Genau, dann mache ich das einfach mal. Nehme ich mal vorsichtshalber ein Schwert mit, man weiß ja nie, was da unten auf einen lauert. Und eine Suppe, okay. Gehen wir mal wieder nach unten. Halt, Fackeln brauche ich noch, genau, Fackeln. Hier sind sie, okay, mitnehmen. Das kann ich eigentlich abdichten, das brauchen wir allerdings nicht mehr. Okay, dann tun wir es mal in Form kloppen. Hier ist ein bisschen Kies. Verdammt, ich brauche eine Schaufel. Ich habe wieder mal nicht nachgedacht. Schaufel, Schaufel, Schaufel. 1 Liter Schaufel. Hier. Nimm mal gleich die Holzschaufel mit. Und setzen sie gleich hier hin, damit wir sie bloß verbrauchen. Damit wir sie gleich verbrauchen können. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Ich wollte mir eigentlich einen Sound Pack noch drauf hauen, aber ich hab's vergessen. Oh mein Gott. Ist im nächsten Part drin eins. Also im nächsten Part werde ich ein Soundpack einbauen. Ich werde dann das Oblivion Soundpack nehmen. Denn das ist sehr gut eigentlich. Und passt auch zu diesem Ding. Zu diesem Texture Pack. So. Na, machen wir hier eine Fackel hin. Nehmen wir dann noch die Steine mit. Denn die brauchen wir für unser Haus. So. Diese Kabel ist sonst noch weg. Ich kann ein bisschen was quatschen drüber. Was kann ich denn quatschen? Wir waren im letzten Mal bei Alkohol und so. Ich glaube, ich nehme mal das Thema, keine Ahnung, ne? Verdammt, wir fallen echt keine Themen ein. Ich mache mal kurz Pause, Moment, und lass mir ein Thema einfallen. So, ich bin wieder da, ich habe jetzt ein Thema. Und zwar ist das Thema über, Trommelwirbel, über den Zweiten Weltkrieg. Also, ja, kennst du ja alle, Zweiter Weltkrieg, Hitler marschiert in Polen ein und so. War ja kein Judenmarkt. Aber wie hat es überhaupt angefangen? Also angefangen hat es dadurch, dass Deutschland hat zuerst halt ein bisschen Druck auf Österreich und Tschechien gemacht. Dann hatte Österreich eine Finanzkrise, ne? Und weil ihr nichts anderes übrig blieb, hat Österreich sich dann mit Deutschland dann verbunden quasi, also annektiert, kann man sagen. Dann war Deutschland und Österreich so quasi vereint. Und dann hat der Hitler Druck auf die Sudeten in Tschechien ausgemacht. Die mussten dann ihr Land verlassen, soweit ich glaube, bin mir dabei aber nicht so sicher. Dann haben sie auch einen Teil von Tschechien annektiert. Und dann ein paar Monate oder Jahre später, ich weiß nicht genau, haben sie dann komplett Tschechien, Slowakei annektiert und dann Slowakei zur Marionette gemacht. Also quasi zu einem Land, das für Deutschland halt dient, ne? Für die nicht wissen, was eine Marionette ist. Ja, dann war Deutschland, Österreich und Tschechien in Deutschlands Hand. Und dann hat Deutschland dann schließlich Polen angegriffen und so begann der Zweite Weltkrieg. Aber warum hat Hitler das gemacht? Ich verstehe es nicht. Es gibt halt so die verrückten Leute, die meinen, ey, ich bin der Beste, ich bin einzigartig, komm, ich erobere einfach mal so die Welt und so. Also, solche Leute sind echt, ich sag jetzt mal, im Hirn nicht ganz dicht. Ne? Ist schon wahr, dass jeder was Besonderes ist, aber nicht auf Kosten anderer Menschen. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir es eigentlich schon ganz gut gemacht. Ich hole mir jetzt mal ein Crafting Table her. Und baue mir mal eine neue Spitzhacke und eine neue Schaufel.
Zack, ach ja, momentan läuft Skyrim Musik. Für die Leute, die es nicht wissen. Ach, Skyrim bin ich sehr weit eigentlich. Ich habe schon Stufe. Also ich habe zwei Charakter. Also zwei Spielstände habe ich. Dem einen habe ich einen Krieger, einen perfekten Krieger habe ich, auf den habe ich geskillt. Der hat so eine Schmiedekunst, einhändig, Beschwörung, alles auf 100. Und mit Beschwörung, da hole ich mir immer Waffen her, so, um, so Schwerter und so. Und greife dann den Gegner an und ja, das ist so meine Taktik. Und Rüstung habe ich auch. Eine starke, eine Drachenrüstung habe ich in Skyrim. Sie hat so einen Rüstungswert von 1000. Und ich muss mal kurz, mach mal kurz wieder Pause. Ich habe da irgendwas in der Nase. Bis gleich. I'm back. So, wir waren bei meinem Skyrim-Charakter. Worauf skillt ihr euch eigentlich für die Leute, die Skyrim spielen? Könnt ihr ja einen Kommentar schreiben, wenn ihr Bock habt. Ne, ich zwinge euch nichts zu irgendwas. Und mein zweiter Charakter, das ist ein Magier, mit dem spiele ich gerade am häufigsten. Der hat Stufe 21 und den skill ich hauptsächlich auf Zerstörungsmagie und Beschwörungsmagie. Und mit Beschwörung meine ich damit Totenbeschwörung. Denn ich finde es echt lustig, da killt man so einen Hasen oder so und dann belebt man ihn wieder und der verfolgt dann. Das ist nämlich echt putzig. Okay. Und wir gehen schon wieder die Themen aus. Ja, früher, also Elder Scrolls ist schon ein geiles, eine geile Spielserie. Hab aber anfangs auch erst Morrowind gezockt. Allerdings habe ich dann nicht auf die Story gespielt, sondern eher auf Cheaten. Also da habe ich nur TGM eingetippt und jeden abgemetzelt. Just for fun. Aber storymäßig habe ich dann nichts gemacht. Ja. Ich habe dann mal versucht, die Story zu machen, aber das ist sehr aufwendig, weil man da immer alles lesen muss. Das sind immer so ganze Texte und so, die man immer lesen muss, aber hey Kevin, warum liest du ein? Lest halt einfach, ich meine die Übersetzer, die hatten da mehr Arbeit. Ja, stimmt schon, ich bin echt überrascht, was die alles übersetzt haben, die Übersetzer. Also die müssten Arbeit geleistet haben. Unglaublich. So, ich glaube, jetzt widme ich mich langsam der Decke. Wobei, die Decke können wir auch später machen. Ich schaue jetzt erst einmal, ja, Cobblestones haben jetzt genug. Jetzt sehe ich da einfach mal ein, damit wir hier wieder hochkommen. So, da kann ich dicht machen. Und dann tun wir es ein bisschen braten. Ja, Cobblestones kann man auch braten, für die Anfänger unter euch. Und zwar kann man das zum normalen, den normalen Stein wieder, schmelzen, also die hier, meine ich. Bloß, dass man wieder im Inventar hat. So, und die brauchen wir dann. Ist Nacht oder Tag? Es ist Nacht, okay. Gehen wir mal pennen. Guten Morgen! Und da brennen schon die Kameraden hier hinten. Und der Baum ist gewachsen, ist ja schön. Und das Weizen auch, sehr schön. Weizen! Wir müssen uns immer noch sputen, es ist ein Creeper. Es lag ein Creeper auf uns, hinter jeder Ecke. So, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Ja, pflanze ich einfach mal Zuckerrohr. Oha, hier haben wir auch noch, habe ich gar nicht gesehen, okay. Zack, zack. Da schwimmt ein Creeper. Wollen wir uns mit dem anlegen? Ja, komm. Ein bisschen Action hier einbringen in den Part. Ne, Creepy? Creepy? Komm her. Hehe. Und tschüss. Gib mir deine Experience. Hast du Schießpulver gedroppt? Nein, hast du nicht, oder? Geizhals. Ich glaube, ich nehme mir auch ein bisschen Clay mit. Die können wir auch für unser Haus gebrauchen. Hallo Spinne! Ich glaube, du spinnst mal wieder ein bisschen rum, oder? Runter von dem Baum! Runter von dem Baum! Spinne, komm her! Spinne! Quatscha! Ha! Na, bist du jetzt wütend auf mich? Nicht mehr? Bist du nicht wütend? Bist du nicht wütend?
Jetzt bist du aber wütend. So, und ich nehme mal wieder ein bisschen Clay mit. Zack, zack, die können wir auch braten. Und damit können wir uns Ziegelsteine herstellen. Und ich möchte dann im nächsten Part nachschauen, ein bisschen die Gegend erkunden. Damit wir ungefähr wissen, was wir da machen können aus unserer Umgebung. Oder damit ich zumindest weiß, was ich da bauen kann. So. Da kommt immer so hier mal alles mit, was soll's. Später werde ich mich nicht darüber beschweren. Man muss Luft atmen! Okay. Na toll, hat's kaum noch gebraucht, aber was, okay. Was soll's. Das nehmen wir mit. Ich bin die Seerosenpolizei. Komm her, Seerose. Haben wir ein paar Seeds von dem Weizen bekommen? Nein, haben wir leider nicht. Schade. Oder vielleicht ist es ins Wasser gefallen. Kann ja auch sein. Ja, damit. Ne, ich sehe hier keinen Seed. Achso, die sind irgendwo da hinten. Hier sind sie. Okay. Hallo? Liegt hier irgendwo ein Seed? Nein, schade. Up in the building. Ich glaube, ich mache mir einen neuen Ofen. Mit dem einen einzelnen, das dauert mir zu lange. Okay. Offen. Jetzt haben wir einen Ofen. Den platziere ich einfach mal da oben. Den Ofen platziere ich einfach mal dort oben. Hier Kohle rein. Pflasterstein hier auch noch rein. Dann mache ich mir einfach mehrere Öfen, was soll's. So, geht eh dann schnell. Den platziere ich da oben, muss ja nicht besonders schön aussehen, dient ja nur zum Zweck. So, hier ist unser letzter Kohlestack, den tun wir hier auch noch rein und tun dann das Lehm brennen. Verbrenne! Seerosenblätter, die kann ich eigentlich da drüben platzieren. Bewaffnen, man weiß ja nie, was kommt. Ha! Creeper! Nee. Hier sind ein paar Seeds noch farmen, falls da welche kommen. Wo waren denn unsere Seerosen? Dingsbums da. Ich platziere sie mal hier. Zack und zack. So, jetzt haben wir einen Wasserweg nach drüben. Okay, die nehme ich da auch noch mit, die zwei. Zack, zack. Und platziere sie auch da drüben. Hoppa, hoppa, hoppa. Hey, was sucht der Baum? Ein Wasserbaum. Sowas. Die muss ich abfällen, das geht so nicht. Das geht so nicht. Weg mit diesem Baum. Habe ich... Nein, natürlich nicht. Dann baue ich es mit der Hand ab. Dauert eh nur 2000 Jahre. Okay. Na, jetzt aber. Also. So, hier noch ein paar Seeds mitnehmen, also ein paar Säpplinge, falls da welche runterkommen. Wobei, ich kann mir eine Schere eigentlich craften. Und das so mitnehmen, ein paar Ranken mitnehmen, genau. So, die können wir in unserem Haus platzieren, damit es ein bisschen orientalischer aussieht. Okay, damit können wir auch Gras... Palme abbauen und die können wir dann auch später irgendwo platzieren. Tageszeit, Nachmittag, okay. Könnte man eigentlich nur craften, aber dafür braucht man Gold und Gold haben wir noch. Ein Apfel! Hüppa! Gold haben wir momentan noch nicht.
müssen wir uns erst in tiefen Untergründen holen. Ein paar Blätter mitnehmen. Hier noch eine Ranke. Ist die Musik eigentlich zu laut oder passt? Ah, ist laut. Scheiße, ist viel zu laut. Ist viel zu laut. Die Musik war viel zu laut. So, hoffentlich hört es mich jetzt besser. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es nicht zu laut war. Das ist sehr ungünstig. Okay, hier ist noch eine Seerose. Mitnehmen! Zack. Okay. Der soll denn der. Ja, eine oder zwei könnte man noch holen. Dann haben wir den Seerosen Weg fertig. Unser kleines Bauvorhaben. So. Jump on the Rosenblatt. Hier noch und da noch. Kommen wir dann aufs Eis, aufs Glatteis. Und kommen dann direkt zu unserer Cobblestone Farm. Mine, Dingsbums. Ihr wisst schon. Oder zu unserer Monsterfalle, die momentan noch keine ist. Komm her, ich will dein Fleisch. Dankeschön. Danke für deine Kooperation. Dann nehmen wir ein paar Ranken mit, wenn wir schon hier sind. Das ist ein Sumpfbiom. Hier finden wir tonnenweise Ranken. Okay, ich kann mich noch an meine alten Let's Show-Welt erinnern. Da wo ich immer in den Sumpfbiom reisen musste. Also so eine richtige Reise unternehmen musste. Bis ich ein Sumpfbiom gefunden habe. Weil ich habe ja damals noch auf alten Map gespielt. Auf einem 1.2 Maps. Und da gab es noch keine Sumpfbiome. Die gibt es ja erst seit 1.8. Und jetzt haben wir 1.2.3. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Okay, jetzt weiß ich mal was. Ich habe Hunger. Ein Steak. Ach, Hüftsteak ist so ein bisschen essen. Okay. Es laggt schon wieder. Okay, Hänger. Ich mache mal wieder Pause. Bei einem Hänger mache ich immer Pause. Okay, ja, es wird bald Nacht. Ich glaube, Zuckerrohr müssen wir genug haben. Schon wieder ein Hänger. Ich glaube, bei mir hängt's. Immer wenn es hängt, mache ich neue Aufnahme. So. Und gut, wir haben ein bisschen Leder, wo ich die Zahl nicht erkennen kann. Ich glaube, das ist eine 5, oder? Ne, es ist eine 3, okay. Hm, wie ist es mit unseren Cobblestones? Ah ja, okay. Es lädt schon wieder. Immer wenn's in die Aufnahme leckt. Hoffentlich hat es dann keine Auswirkung auf die Aufnahme. So, ich nehme jetzt auch nur noch 5 Minuten auf und dann mache ich Pause. Dann wird es heute ein extra kurzer Part. Aber was soll's. 1, 2. Und schon wieder ein Hänger. Was soll denn das? Müsst du mich ärgern, Fraps? Ja, ich will gar nicht pennen. Ich will gar nicht schlafen. Doch, ich will schlafen. Pennen. Nein! Ach, das war der Leck jetzt, also. Leck hat mir 3 Keys platziert. Guten Morgen! Hm. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich kann. Ja, okay, wir haben ja jetzt Steine, die könnte ich gleich eigentlich verwenden. Genau. Deswegen haben wir es ja auch gebraten. So, und daraus kriegen wir Steinziegel. Die werden wir für unser Haus benötigen. Mit dem baue ich auch sehr, sehr gerne. Hier noch ein paar Steine mitnehmen. Und hier können wir eigentlich nachfüllen. Das ist hier oben. Da wird das Ding gebraten, okay. Monster sind jetzt keine mehr unterwegs. Wir haben ja die Nacht übersprungen, bevor welche spawnen konnten.
Das heißt, wir haben jetzt zwei Bahnen. Wo ist eine Axt? Ich will eine Axt. Axt hier. Pilze kommen rein, das kommt auch rein, das kommt auch rein, das kommt auch. Nein, das brauchen wir was, nicht da rein. Hier rein, rein, rein. Apfel rein, das rein, das rein, das rein. Okay. Das ist jetzt mal sein. So, ich baue meine Häuser immer so. Zack, zack, zack. So, platzieren wir die mal so, genau. Oder soll ich hier, sollte ich glaube ich Holzstämme finden, aber ich lass mal, ich baue mal einfach mal, was soll's. Na, ich brauche Erde, damit ich aufs Dach komme. Hier, Erde. Okay. Zack, zack. Jetzt bauen wir das mal ein bisschen ab. Und ersetzen es dann durch diese Steine. Und später können wir vielleicht noch ein bisschen Ziegelsteine einbauen, wenn wir da fröhlich drauf sind. Ja. Und ein Dach wollten wir uns auch noch bauen. Okay. Nein! Ah! Ja, okay, passt eigentlich. Ich habe zu früh Nein gesagt. So, zack, zack, zack. Immer weg mit dem Scheiß. Kriegt man auch ein bisschen Holz wieder. Holz haben wir eigentlich sehr viel, irgendwie fällt mir gerade auf. Bei meinen anderen Welten mangelt es mir anfangs immer an Holz, aber irgendwie haben wir hier so viel Holz. Vielleicht weil wir auch immer wieder Bäume pflanzen. Das könnte auch ein Grund sein. Und wir auch hier regelmäßig immer Holz abbauen. Naja, unser Weizen ist wieder gewachsen, seht ihr das? So, also ich kann ankündigen, im nächsten Part erkunden wir die Landschaften wenig. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wo ist meine Spitzhacke? Hier. Okay. Mitnehmen! Das kann ich auch mit. Hä? Achso, das nur. Okay. Ich dachte gerade, wir bauen irgendwo. Im nirgendwo tun wir auch, hier ist irgendwo hier ist ja nichts. Okay, sieht bis jetzt ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber das kommt ja alles noch. Also ist hier ein bisschen was abbauen. Zack, 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 zack. Und hier sind unsere letzten Steine gebraten. Noch Steine. Ja, wir haben da noch ein bisschen, aber das ist nur ein Popel, was da ist. So, schnell nehmen wir mal die Ziegel mit. Craften sie uns gleich zu Ziegel-Dings da, Ziegelsteine, ja genau. Nein, jetzt! Ja, also, geht doch. Okay, die können wir auch einbauen. Aber erstmal lagern wir sie. 16 Stück haben wir bis jetzt, okay. Dann mache ich mal kurz Power, also was heißt hier kurz? Dann mache ich mal im nächsten Part weiter. Im nächsten Part möchte ich das Haus soweit fertig bauen, dass die Wände passen. Bis dann, servus!